Hallo und herzlich willkommen zum großen Alpha 3.12 Mining und Raffinerie Guide, in dem ich euch heute alles erzählen möchte, was es zu dem Thema zu erzählen gibt. Also wirklich komplett alles. Wir haben das FPS Mining, wir haben das Fahrzeug Mining, das planetarische Mining und das Asteroiden Mining. Ich zeige euch, wie das funktioniert, wie ihr das macht, was ihr dafür braucht, wie viel Gewinn ihr damit erwirtschaften könnt. Wir gehen ganz detailliert auf das Raffinerie Gameplay ein, was da ja mit der 3.12 ganz neu hinzugekommen ist. Und ich bereite es auch so auf, dass jeder Einsteiger, also jeder von euch, der das Spiel noch nie gespielt hat, trotzdem mit diesem Guide in Lager sein wird, wunderbar minern zu können. Und auch einige Sachen für ein paar Fortgeschrittenere unter euch sind natürlich auch mit dabei. Ja, wie ich gerade schon sagte, gibt es verschiedene Arten von Mining. Wir haben also das FPS-Mining, damit fangen wir jetzt auch direkt an. Dann haben wir das Fahrzeug-Mining mit dem Greycat Rock und vielleicht noch späteren weiteren Fahrzeugen, die noch hinzukommen könnten. Und wir haben das normale Mining, was sich dann aufteilt in Asteroiden-Mining. Dahinter mir seht ihr schon, welche rumfliegen. Oder eben, wenn man das möchte, auf Monden oder Planeten die großen Steine abzubauen. Bei den letzteren beiden großen Punkten braucht natürlich ein Mining-Raumschiff. Das wäre also die Prospector oder die Mole, das ist ganz klar. Anders geht's nicht. Könnt ihr euch aber im Spiel entweder ausleihen oder kaufen. Ne? Beide Schiffe sind im Spiel zu haben. Gleiches gilt für den Greycat Rock. Der ist auch ausleihbar und kaufbar im Spiel. Also ihr müsst gar kein Echtgeld ausgeben, um Mining zu machen. Das ist nicht mehr notwendig. Könnt ihr euch alles im Spiel kaufen. Denn der Rock ist sogar relativ günstig. Und den braucht ihr eben für das Fahrzeug-Mining. Für das FPS-Mining, mit dem wir jetzt auch gleich anfangen wollen, braucht ihr gar kein Fahrzeug. Naja gut, ihr braucht ein Raumschiff schon, ich zeige es euch gleich. Aber ihr braucht so ein bisschen Basic, so ein paar Basic-Items, die ihr euch aber auch ganz einfach und sehr, sehr günstig im Spiel kaufen könnt. Diese gibt es überall, also bei Microtech in New Babbage, bei Hurston in Lorville, bei Arcorp in Area 18, aber auch bei den ganzen Raumstationen und insbesondere bei den Raffinerie-Raumstationen. Welche sind das? Nun beispielsweise hier Crusader L1 und genau da befinde ich mich ja auch in dieser Raumstation. Diverse Stationen haben nämlich eine Raffinerie und dort könnt ihr eben im Prinzip alles kaufen, was ihr fürs Mining braucht. Und ihr müsst sowieso hin und wieder zu diesen Raffinerien hingehen. Ich zeige euch gleich noch warum. Insofern könnt ihr euch damit schon mal vertraut machen. Wenn ihr es euch aufschreiben wollt, die Reststops, die eine Raffinerie haben, sind alle L1 Raumstationen. Ja, also wenn wir ja mal hier im Spiel gucken, können wir hier rausgehen, alles mit L1. Also Crusader L1 hat eine, Arcorp L1 hat eine, Hurston L1 und Microtech L1 sowie noch darüber hinaus Hurston L2. Das heißt also auch die Station, ich muss kurz da hinten. Also hier könnt ihr bei beiden eine Raffineriedeck finden. So, welches ihr nehmt, ist im Prinzip völlig wurscht. Ja, ihr könnt bei allen das kaufen, das sieht dann so aus. Ich bin hier mal, wie gesagt, beispielsweise jetzt hier gerade bei Crusader L1, Ambitious Dream Station. Und da braucht ihr nichts mehr tun, als einmal zu landen, wenn ihr herkommt, und dann die Fahrstühle aufzusuchen. Das ist bei allen Stationen genau gleich. So, das sind dann diese hier. Klick. Gehen wir mal rein. Und dann fahrt ihr einfach ins Raffineriedeck. Ja, und dort angekommen könnt ihr euch natürlich ein bisschen die Umgebung ansehen. Das sieht alles sehr eindrucksvoll und ziemlich cool aus. Wir wollen aber jetzt ein bisschen schneller hier durch. Ist ja ein Guide, das heißt, ihr geht einfach gerade durch zum Servicebereich. Ich sprinte mal ein bisschen. Und dann habt ihr hier zwei relevante Ebenen. Nämlich einmal die obere Ebene. Das ist die Raffinerie. Die schauen wir uns nachher noch an. Die ist erstmal nicht so wichtig. Und das hier. Mining Support Center. Und hier bekommt ihr alles, was es Notwendiges und Wichtiges gibt für Mining. Ja, gehen Sie mal raus hier. Sie... NPCs, die zwei. So, hier könnt ihr euch im Prinzip alles kaufen. Also, was ist relevant für Mining? Nun, natürlich Essen und Trinken solltet ihr immer einstecken haben, ganz grundsätzlich. Also könnt ihr euch hier einstecken. Das ist wichtig, wenn ihr unterwegs seid und Hunger und Durst habt, dass ihr nicht irgendwie abbrechen müsst. Das immer im Hinterkopf behalten. Ihr könnt euch Mining Laser kaufen. Auch die schauen wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer an. Das ist jetzt nicht so wichtig erstmal. Ihr könnt euch die Mining Consumables, also quasi kleine Buff-Items kaufen, auch die machen wir nachher noch. Und ihr könnt euch hier, und das ist ganz, ganz wichtig für alle Einsteiger insbesondere, Klamotten kaufen. Und zwar sehr, sehr wichtige Klamotten. Nämlich, wenn ihr auf Armor geht und dann auf den Torso geht, habt ihr hier den Mac Flex Rucksack Core. Den müsst ihr, oder müsst ihr nicht, aber den würde ich euch dringend empfehlen zu kaufen. Der sieht zwar hässlich aus wie die Nacht, aber er hat sehr, sehr viel Frachtkapazität. Ja, auch die Beine noch dazu, die haben komischerweise eine andere Farbe, egal, haben auch nochmal, ihr seht es hier, Carrying Capacity 7,2 KSP, also das auf jeden Fall holen. Wenn ihr
auf besonders heißen und oder besonders kalten Planeten unterwegs seid, macht es Sinn, eine Rüstung zu haben, die entsprechende ja, Werte hat, die euch vor den Außentemperaturen schützt. Das könnt ihr hier im Undersuit-Bereich finden. Dort gibt es nämlich die Pembroke Armor. Die schützt euch bis minus 75 Grad oder bis maximal 225 Grad plus Temperaturen. Den Helm dazu findet ihr hier unter den Helmen. Da, Pembroke Helm. Ne? Das würde ich euch empfehlen. Das ist für die heißen Temperaturen. Für die kalten Temperaturen gibt es das Ganze in New Babbage auch nochmal. Sieht genau gleich aus, andere Farbe und ist eben für die kalten Temperaturen gedacht. Dann gibt es hier natürlich auch das Multitool und zwar unter den Waffen. Hier einfach das pure Multitool. Ihr seht, es kostet fast gar nichts. Ihr beginnt ja im Spiel, glaube ich, mit 20.000 Startgeld sowieso plus Referral Code aktuell. Könnt ihr euch also alles locker und easy einkaufen und habt das Zeug vorhanden. Dazu braucht ihr aber noch etwas, nämlich das Mining Attachment. Das hier. So, und eigentlich ist für den Start mit dem FPS-Mining zumindest erstmal gar nichts weiter notwendig. Also damit könnt ihr quasi direkt loslegen. Ich zeige euch gleich, wie es funktioniert. Dann habt ihr aber hier schon mal eure Klamotten gekauft. So, dann geht es aber noch ein bisschen weiter, denn wir haben hier noch Equipment Rentals. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn hier könnt ihr euch die Raumschiffe ausleihen, die ihr, ja, für das Mining braucht. Da habt ihr einmal hier den Grey Cat Rock, der kostet nur um die 4000 Tacken, könnt ihr also direkt ausleihen, das ist quasi fast schon geschenkt und könnt mit dem Minern, könnt auch die Zeit hochdrehen, das kostet ein bisschen mehr, wird aber in Relation günstiger, also eine Woche kostet zum Beispiel nur 22.000, also das hat man schnell zusammen, kein Problem. Auch die Prospector könnt ihr euch, das sieht komisch aus, könnt ihr euch ebenfalls ausleihen und das Asteroiden-Mining bzw. das Mining auf dem Planeten ausprobieren. Und ein Frachtschiff, warum das hier relevant ist, das zeige ich euch nachher noch. Ne? Aber auch das gibt es hier zum Ausleihen. Was es hier nicht gibt, ist die Argo Mole. Die könnt ihr euch aktuell im Spiel nicht ausleihen, die müsst ihr euch im Spiel kaufen. Aber das ist auch nicht das Problem. Die kostet natürlich relativ viel Geld, aber die braucht ihr auch erstmal nicht. Es reicht auch eine Prospector, die macht letztendlich genau das Gleiche. So, und damit wisst ihr auch erstmal grundlegend alles Notwendige, was für den Anfang zu wissen ist. Und ich würde sagen, wir beginnen mal jetzt ganz entspannt mit dem FPS-Mining und ich zeige euch, wie ihr das sogar mit einem ganz kleinen Starterschiff wunderbar machen könnt. So, um FPS-Mining machen zu können, müssen wir natürlich die dafür passenden Steine finden und die befinden sich auf Monden und Planeten. Deswegen habe ich mich mal hier ganz passenderweise meine Aurora MR geschnappt. Könnt ihr auch machen, wenn ihr das habt oder anderes Schiff. Das Fahrwerk ist übrigens wieder mal verbuggt. Und sucht euch einfach einen Planeten oder Mond eurer Wahl aus. Ich selbst habe mich für den Mond Deimar entschieden. Ich mag den ganz gerne und dort bin ich jetzt hingeflogen. So. Mehr ist auch eigentlich erstmal gar nicht groß dazu zu sagen. Jetzt beginnt nämlich sozusagen ja, die Geduldsarbeit. Denn Mining ist ein Spielchen der Geduld. Ihr müsst nämlich mit der Tab-Taste in den Scanning-Modus gehen. Und das ist bei allen Mining-Arten das gleiche. Mit der rechten Maustaste den Scanner aufladen und scannen. So, und das sieht dann so aus. Und ah, was für ein Glück, ich habe direkt etwas Schönes gefunden. Ihr seht dann diese wunderbaren Würfel und dort könnt ihr hinfliegen und schauen, was es da so gibt. In meinem Falle ist da unten jetzt ein großer Stein. Dieser Stein ist für mich nicht abbaubar, der ist viel zu groß. Ja. Das FPS-Mining hat die kleinsten Steine. Also dieser hier ist für mich gar nicht relevant. Das heißt, Geduldsspiel, wir suchen, bis wir die richtigen Steine gefunden haben. Meine Empfehlung an der Stelle ist grundsätzlich immer, fliegt möglichst niedrig. Teilweise verbergen sich Steinchen ganz gerne mal, wenn ihr zu hoch seid. Also einfach knapp über dem Boden fliegen und ein bisschen scannen und schauen, ob ihr irgendwas Cooles findet. Ich selbst bin hier gerade beim Kudre Ore und zwar bei der geschlossenen Mine. Die befindet sich auf Deimar, die könnt ihr sogar anspringen und das sieht so aus. Das ist eine von verschiedenen ja, Höhlen, die ihr besuchen könnt, die euch das FPS-Mining deutlich erleichtern sollten. Denn auf den Planeten- und Mondoberflächen findet ihr vor allem die größeren FPS-Steine. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt zwei Arten von FPS-Steinen. Die erkennt ihr am Diamant-Symbol. Das ist so ein kleiner Edelstein. Ne? Also vorhin der große war ja, so ein Gesteins-Symbol. Und diese Edelsteine sind so kleine, naja, ihr wisst schon, wie die Edelsteine aussieht. So, das Problem ist jetzt, die unterteilen sich nochmal, nämlich in die großen und in die kleinen. Ihr braucht, wie gesagt, für FPS-Mining die ganz kleinen. Und um die zu finden, müsst ihr quasi jeden Stein abscannen und gucken, welche Masse er hat. Ist die Masse bei ungefähr 0,8,
dann ist es zu groß. Dann ist es einer für den Grey Cat Rock. Das sind übrigens auch die meisten, die ihr findet. Wenn es ein kleiner ist mit 0,1 oder 0,2 oder sowas, also viel, 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 viel kleiner, dann könnt ihr dort landen und könnt auch einfach direkt abbauen, ne, mit eurem Multitool. Und da seht ihr schon auf meinem HUD hier ein Edelsteinsymbol. Das ist das, was wir quasi suchen. Das ist hier also irgendwo in der Mine drin. Das heißt, ich gehe mal in die Mine rein und gucke mal, was wir da Tolles finden. So, mit der Taste Nummer 4 könnt ihr euer Multitool zücken und könnt dann einfach auf die Suche nach den Edelsteinen gehen. Wie gesagt, in so einer Mine ist es immer am leichtesten, die Steinchen zu finden. Deswegen gehen wir hier einfach mal rein und gucken ein bisschen. Mit der T-Taste könnt ihr euer Licht anmachen und hier haben wir jetzt direkt einen Stein gefunden. So, das ist Aphorit. Wir haben drei verschiedene Edelsteinsorten, die wir finden können. Wir haben Hardanit, Aphorit und Dolivin. Und das ist auch die Reihenfolge ihrer Wertigkeit. Das wertvollste ist Hardanit, das zweitwertvollste ist Aphorit, das drittwertvollste ist Dolivin. So, wenn ihr dann einen Stein eurer Wahl gefunden habt, in meinem Fall ist jetzt hier ein Hardanit-Steinchen, könnt ihr einfach die linke Maustaste drücken und dann mit dem Mausrad den Laser, ja, mehr Energie zuführen. Und dann seht ihr schon auf der linken Seite, füllt sich dann so langsam, aber sicher der Balken. Geht ruhig ganz hoch, immer in den roten Bereich von eurem Energieanzeigegerät sozusagen, bis der Balken in den grünen Bereich geht. Also ihr wollt immer zwischen dem grünen und dem roten Balken sein. Dieser füllt sich dann gleich nach links, seht's gleich. Und irgendwann ist der voll und dann sprengt sich der Stein auseinander. Das kann, je nachdem, was ihr für einen Stein gefunden habt, ein bisschen dauern. Wie gesagt, Mining ist ein Geduldsspiel. Nehmt euch die Zeit, hetzt nicht und kommt auf keinen Fall in den roten Bereich, der oben drüber ist. Sonst macht's bumm. Dann fliegt euch das ganze Ding um die Ohren und ihr habt keinen Gewinn gemacht. Wenn wir gleich an der grünen Dings dran sind, an der grünen Linie, dann ein bisschen Energie einfach wegnehmen. So, und ganz entspannt den Balken sich füllen lassen. Der geht von alleine hoch. Ja, wieder ein bisschen mehr geben. Also ihr seht, muss man so ein bisschen, ja, so ein bisschen Übung haben, wie man am besten die Energie da reinsteckt. So, und dann passiert das, dass der Stein eben auseinanderbricht. So, kurz R gedrückt halten, Multitool wegstecken. Und dann könnt ihr hier eure Schätze einsammeln. Könnt ihr einfach ganz normal mit Interaction machen. Ihr müsst immer zwischendurch so ein bisschen warten. Ne, jetzt ist hier dieses Stow leider weg. Der Server ist nämlich extrem langsam und braucht immer so ein bisschen Zeit. Ihr könnt also nicht alles auf einmal looten. Ihr müsst jeden Stein einzeln looten. Ich mache kurz mein Licht an, die nerven sonst immer. Der nächste und so weiter. Also einfach alles einsammeln. Je nachdem, wie groß euer Inventar ist, ist es trotzdem natürlich irgendwann voll. Mit der I-Taste könnt ihr das nachkontrollieren, das leckt auch immer so ein bisschen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier 7 Steine eingesammelt. 7 Stück. Passen die alle rein? Ja. So, jetzt ist also hier schon mal meine Brust komplett voll. Also ein Stein hat es meine Brust, die ich anhabe, meinen Brustpanzer voll gemacht. Jetzt könnte ich theoretisch noch in die Beine reinstecken, würde aber kein ganzer Stein mehr reinpassen. In meinem Fall, wie gesagt, ich habe jetzt auch keinen Rucksack auf. Ein Rucksack geht da deutlich mehr rein. Wenn das Inventar voll ist, dann gehen wir zurück zum Schiff. Ich mache es beispielhaft wieder. Ne? Ihr könnt ja noch ein bisschen weiter minern. Ich gehe jetzt schon mal zurück zu meinem Raumschiff. Denn wir müssen ja das Ganze jetzt irgendwie ja, aus den Taschen rausbekommen. So, und das Schöne bei der Aurora MR, aber auch bei vielen anderen Einsteigerschiffen ist, dass das hier gar kein großes Thema ist. Wir drücken wieder I und gehen in unser Inventar hinein. So, dann haben wir hier unsere 7 Hardanit-Brocken und das volle Inventar. Da machen wir jetzt mal Rechtsklick drauf und sagen Store All Commodities. Dann weist uns das Spiel darauf hin, dass wir dadurch eine Cargo-Box erzeugen auf dem Boden, wo dann all das, was hier drin ist, drin liegt. Ich sage mal okay. Macht das Ganze, das dauert einen kleinen Moment und dann sollte es in der Regel funktionieren. So, da ist die Box und jetzt ist es im Inventar leer. Das heißt, ich habe jetzt wieder vollen Platz und das Schöne an der Sache ist, mein gemeines Material liegt jetzt hier in Form dieser Box auf dem Boden. Die kann ich jetzt aufsammeln und kann die mir irgendwie schön platzieren. Einfach linke Maustaste gedrückt halten und irgendwo hinstellen, wo sie nicht im Weg liegt und möglichst gerade steht und nicht durchglitscht. Ich mache mal hier hin, gucken, ob es funktioniert. So, und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt wieder runter, ja, in die Höhle rein und hole mir die nächsten Steine und so weiter und so fort. Ich kann mir also mein Schiff, je nachdem wie viel Platz ich im Schiff habe, voll machen mit diesen kleinen Kisten. So, jetzt ist die Frage, wo können wir diesen Kram jetzt verkaufen? Und die Antwort lautet, bei jedem Administration Office. Nicht in der Raffinerie, denn wir reden hier von Edelsteinen. Das heißt, das sind schon sozusagen fertiger Schmuck, ja, fertige Edelsteine, die müssen nicht irgendwie umgewurschtelt werden oder raffiniert werden, sondern die kann man direkt beim Händler verkaufen. Das wiederum gibt uns die Möglichkeit, das in dem Fall sehr, sehr schnell zu verkaufen, nämlich beispielsweise bei Port Olisar.
Eure Boxen könnt ihr übrigens ganz entspannt im Schiff drin liegen lassen. Ich würde euch aber empfehlen, wenn das Schiff verlasst, immer hinter euch die Tür zuzumachen, denn jeder andere könnte euch diese Boxen einfach klauen und dann selbst verkaufen. Deswegen immer schön Tür zu und dann passiert auch nichts. So, da ist das Admin Office und hier kann ich es an den normalen, schon allseits bekannten Displays einfach meinen Kram verkaufen. Drücke ich hier oben auf Sell, klack, und dann wähle ich hier meine Aurora MR aus. Und da ist jetzt hier das Aphorit drin und das kann ich jetzt hier verkaufen. 5 Units für 762 Tacken. Zack. So, das Hadanit will er aus irgendeinem Grund nicht. Das ist allerdings nur ein Fehler im Spiel. Normalerweise kann man das ja auch verkaufen. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Also ihr könnt es hier normalerweise alles verkaufen, außer es buggt rum. Ne, diese Grundregel, ihr könnt alles machen, außer es buggt rum, die gilt natürlich auch hier. Was jetzt natürlich noch die große Frage ist, was ist denn jetzt mit dem Kram in unseren Beinen? Nun, relativ simpel. Wir gehen auf F1, ziehen unsere Hose wieder an, saven das Ganze, warten, bis es sich wieder richtig angezogen hat, der Kollege. Und dann können wir einfach unseren Kram aus dem persönlichen Inventar verkaufen. Und wieder auf Sell und wählen dann hier nicht die Aurora aus, sondern unser persönliches Inventar. Und da seht ihr schon, jetzt ist es hier verfügbar, 4 von 11. Und da haben wir nochmal Aphorit drin, können wir ebenfalls verkaufen. So, wir haben jetzt mal eben 1000 Tacken Gewinn gemacht mit dem bisschen Minus, war es wirklich nicht viel, also die Zahl mal ignorieren. Ihr könnt das ja viel, viel länger machen. Ich habe das jetzt wirklich nur ganz kurz gemacht, um es mal zu demonstrieren. Und wie ich schon sagte, das kann wirklich jeder machen, mit jedem Starterschiff ist überhaupt gar kein Problem, egal was ihr habt, ihr könnt sofort FPS-Mining betreiben. Und das führt uns auch direkt zur zweiten Version des FPS-Minings, nämlich der besseren Version, nämlich dem Fahrzeug-Mining mit dem Greycat Rock. Auch hier fliegen wir wieder zu einem Himmelskörper unserer Wahl, in meinem Falle zurück nach Daymar. Dass ich hier gerade mit einer Cut des Black unterwegs bin, ist übrigens kein Zufall, darauf komme ich aber gleich nochmal zurück. Wichtig ist erstmal nur, dass ihr euch einen Mond oder Planeten aussucht, welcher über einen Mining-Posten verfügt. Denn dort müsst ihr euren Greycat Rock spawnen. Ich entscheide mich hier für die Shubbing Mining Facility. Wie ihr schon hier beim Landen seht, gibt es dieses kleine grau-blaue Gebäude mit den Parkflächen rechts daneben. Genau dort müssen wir hin, um den Rock zu rufen. Also einfach landen, zum Gebäude gehen und Rock spawnen. Kleiner Tipp noch, überlegt euch immer, wo ihr seid. Ist der Mond sehr heiß oder sehr kalt, solltet ihr euch entsprechend anziehen, denn wie ihr seht, ist der Greycat Rock nicht geschlossen und bietet daher nur wenig Schutz vor den Außentemperaturen und dem Wetter. So, im Prinzip könnt ihr jetzt einfach einsteigen und mit dem Rock durch die Gegend fahren und per Rechtsklick die Umgebung nach Edelsteinen abscannen. Das ist grundsätzlich auch gar keine schlechte Idee, gerade für Einsteiger, allerdings ist es auch nicht so besonders effektiv. Denn die Distanzen sind sehr groß und das bedeutet, dass ihr zum Teil sehr, sehr lange über unwegsames Gelände cruisen müsst und entsprechend viel Zeit beim Suchen benötigt. Außerdem kann immer irgendwas ganz furchtbar schiefgehen. Eine deutlich bessere Methode ist es, den Rock in ein Raumschiff wie zum Beispiel der Cutlass Black zu fahren und dann zusammen mit dem Fahrzeug rumzufliegen und zu scannen. Denn da jedes Raumschiff grundsätzlich scannen kann, könnt ihr auch mit der Cutlass Black viel einfacher die Distanzen überwinden und schneller ans Ziel kommen. So, hier haben wir ein paar Brocken Dolivin gefunden, sodass ich euch die Mining-Mechanik mit dem Rock einmal zeigen kann. Versucht aber immer nach Hadanit Ausschau zu halten, gerade wenn ihr mit dem Schiff unterwegs seid. Teilweise gibt es da riesige Cluster mit 5 oder 8 oder noch mehr Hadanit-Steinen, die sich deutlich mehr lohnen. Wenn ihr was gefunden habt, sucht euch einfach eine Möglichkeit, irgendwo auf einer Ebenenfläche zu landen, Luke öffnen und dann mit dem Rock aus dem Schiff rausfahren. So, jetzt können wir mit der M-Taste in den Mining-Modus des Rocks wechseln und die Steine nochmal scannen. Ihr seht hier auch das neue Mining-Interface, was wir dann auch nochmal bei den Raumschiffen sehen. Und ähnlich wie vorhin müssen wir per Mausrad den Laser hochstellen und im grünen Bereich bleiben, bis der Stein geknackt ist. Sobald das passiert, fallen, wie ihr hier seht, deutlich mehr Edelsteine heraus als beim FPS-Mining. Logisch, der Stein ist ja auch um einiges größer. Und das Tolle ist nun, dass der Greycat Rock über einen Traktorstrahl verfügt. Mit Rechtsklick schalten wir auf diesen um und dann können wir ganz einfach diese Edelsteine hier einsaugen. Auf der linken Seite des Interfaces seht ihr den aktuellen Frachtraum. Die Anzeige hier ist gerade verbuggt, lasst euch davon einfach nicht stören. Wenn wir fertig mit dem Mining sind, fahren wir zurück ins Schiff und können entweder weiter suchen, sofern wir noch Platz im Rock haben, oder verkaufen gehen. Am Heck des Fahrzeuges befindet sich der Cargo-Zugang, den ihr nutzen könnt, um hineinzusehen und Items zwischen eurem persönlichen Inventar und dem des Rocks zu tauschen.
Außerdem könnt ihr hier auch diese kleinen Cargo-Boxen per Restick erstellen und somit den Rock direkt im Schiff entleeren und weiterfarmen. Dadurch passen wirklich unfassbar viele Edelsteine in einen Laderaum, welche dann übrigens exakt die gleichen Preise wie die FPS-Steinchen haben, also wirklich sehr wertvoll sind. Wir gehen aber jetzt erstmal verkaufen. Egal ob ihr wie ich per Schiff unterwegs wart oder direkt mit dem Rock gefahren seid, ihr könnt alles direkt hier wieder loswerden. Bei der Station, bei der ihr euer Fahrzeug gespawnt habt, gibt es nämlich das Storage-Gebäude, also das Lager hier vorne. Darin findet ihr ein Verkaufsterminal, bei dem ihr sämtliche Edelsteine verkaufen könnt. Sowohl aus dem Rock, aus dem Schiff, also die Boxen, oder aus dem persönlichen Inventar. Noch ein kleiner Tipp für euch, achtet bei dieser Mining-Form ganz besonders immer auf die Umgebung. Es sind gerne Griefer unterwegs, die euch beklauen wollen, denn jeder Spieler hat grundsätzlich Zugriff auf das Inventar des Rocks. Piraten freuen sich also über sehr unachtsame Fahrer. Die dritte Form des Minings ist das Raumschiff-Mining, welches sich in planetarisches und Asteroiden-Mining unterteilt. Schauen wir uns ersteres einmal an. Dafür wird ein Bergbauschiff benötigt, wie zum Beispiel die Misk Prospector. Wie beim Rock Mining fliegt ihr zu einem Himmelskörper eurer Wahl und scannt dann die Umgebung in Bodennähe nach Steinchen ab. Anders als bisher sucht ihr aber nun nach den großen Brocken, welche ihr am Fels-Symbol erkennt. Habt ihr einen gefunden, könnt ihr diesen vor dem Abbau erstmal mit der linken Maustaste scannen, um herauszufinden, ob es sich lohnt. Hier mal eine Übersicht der abbaubaren Erze und deren Preise. Das oberste ignorieren wir erstmal, ich komme darauf später nochmal zurück. Auf jeden Fall solltet ihr immer schauen, dass im gescannten Stein mindestens Agritium vorhanden ist, oder eben ein besseres, und das Ganze in möglichst großer Menge. Das seht ihr beim Scannen an der ersten Zahl, die unter dem jeweiligen Material steht. Diese gibt nämlich an, zu wie viel Prozent der Stein aus diesem Material jeweils besteht. Je mehr, desto besser. Aber als Faustformel solltet ihr nur die Brocken abbauen, die mindestens einen zweistelligen Wert besitzen, sonst lohnt es sich nicht so richtig. Also wieder Geduldsspiel, sucht einfach eine Weile, bis ihr den passenden Stein gefunden habt. Dann wechselt ihr wie beim Rock mit M in den Mining-Modus und knackt den Stein auf die gleiche Weise, indem ihr im grünen Bereich lange genug bleibt. Anders als bei den Edelsteinen ist es hier nun aber so, dass sich der große Stein in mehrere kleine aufteilt. Sind diese lila umrandet, könnt ihr sie abbauen, also einsammeln. Sind noch gelbe dabei, müsst ihr diese erneut knacken. Euer Ziel ist es, nur die lila Steine aufzusammeln, die das Maximum des wertvollen Materials enthalten. Mein Base-Stein hier zum Beispiel hatte 25% Laranit. Davon möchte ich jetzt möglichst viel einsaugen, ohne zu viel wertlose Materialien mitzunehmen. Vor allem Inert müsst ihr unbedingt vermeiden. Dieses ist faktisch null wert und spammt euch nur den begrenzten Frachtraum voll. Mein persönlicher Rat, je leerer euer Frachtraum ist, desto wählerischer solltet ihr sein. Wenn ihr zum Beispiel zu 90% voll seid, macht es kaum Sinn, nochmal auf die Suche nach einem neuen Stein zu gehen. Nehmt dann einfach mit, was geht und fliegt zum Verkauf. Und da wird es nochmal ganz interessant, denn seit der Alpha 3.12 gelten hier ein bisschen andere Regeln. Um eure Erze möglichst gewinnbringend loszuwerden, müsst ihr zu einer Raffinerie fliegen. CRG hat nämlich die Erzpreise halbiert und wer das verdienen will, was er vorher verdient hat, muss jetzt zum Raffinieren gehen. Dazu ist es natürlich erstmal ganz nett zu wissen, welche Raffineriestation einen Bonus auf jenes Erz hat, was man gefarmt hat. In meinem Falle muss ich jetzt nach Arkorp L1 fliegen, da dort 4% Bonus auf Laranit und 2% auf Agritium gewährt werden. Dabei handelt es sich um einen Mengenvorteil, denn durch das Raffinieren wird das Erz eingeschmolzen und verfeinert, wobei am Ende immer weniger SCU rauskommen als vorher. Es gibt also einen gewissen Materialverlust. Bei der Raffinerie angekommen, gehen wir einfach hoch und schauen uns das Interface an. Oben links seht ihr die jeweiligen Bonis der Station, darunter die momentane Auslastung, was den Preis und die Dauer beeinflusst. Übrigens hier auf dem Display links könnt ihr auch direkt die Erze verkaufen. Die Anzeige ist leider gerade ein bisschen verbuggt, ist aber nicht schlimm. Ich habe euch hier mal die Zahl eingeblendet, was das Zeug wert ist. Das können wir uns ja einfach selber ausrechnen. So, zurück zum Raffinerie-Gameplay. Ich wähle jetzt meine Prospector aus und klicke auf Setup Work Order. Dann kommt ein neues Fenster und in dem kann ich jetzt zwischen mehreren Raffinierprozessen wählen und mit Get Quote ein Angebot von der Raffinerie einholen. Ihr seht dann in der Tabelle unter Yield, wie viel am Ende von der ursprünglichen Menge übrig bleibt und darunter nochmal die Kosten des Raffinierprozesses. Außerdem seht ihr, wie lange der ganze Spaß dauert.
Angabe in Echtzeit. Ich werde nachher nochmal auf diese Varianten genauer eingehen. Die Kurzform ist aber, wählt einfach immer die Dynx Solventation aus, also das unterste, da diese die größten Mengen mit den niedrigsten Kosten bietet und somit auch immer die effektivste Variante ist. Die Zeitangabe hier ist für uns im Prinzip völlig uninteressant. Wie gesagt, ich gehe nachher nochmal genauer darauf ein. Also, alle Erze im Frachtraum anwählen, Dynx Solventation aktivieren und am Ende auf Confirm drücken. Dann läuft der Raffiniervorgang in Echtzeit durch und ihr könnt weiter farmen oder auslocken, denn all das ist persistent und erfordert weder eure Aufmerksamkeit noch Anwesenheit. Eine gute Gelegenheit also, sich so lange das Asteroiden-Mining anzuschauen. Dieses ist nicht viel anders als das planetare Mining. Ihr seht mich hier in der Argo Mall auf der Suche nach passenden Steinen. Wie vorhin mit der Prospector gelten hier exakt die gleichen Regeln. Ein großer Vorteil des Asteroiden-Minings ist aber, dass wir deutlich angenehmer fliegen können, aufgrund fehlender Schwerkraft und dabei sogar weniger Sprit verbrauchen, also weniger Betriebskosten haben. Außerdem könnt ihr direkt bei den Raffinerien minern, bei den Asteroiden, die ringsrum sind, was die Wege nochmal deutlich verkürzt und jede Menge Zeit spart. Am häufigsten von den wertvollen Materialien findet ihr hier Borase, was ein exklusives Asteroidenerz ist, gibt's also nicht auf Planeten oder Monden. Aber wie ihr seht, ist auch Bexalit zum Teil in guten Mengen vorhanden, wie bei diesem Stein. Bei der Argo Mall können wir nicht aus dem Cockpit abbauen, sondern müssen in einen der drei Mining-Türme gehen. Natürlich ist dies hier ein Multi-Crew-Schiff, was ihr also am besten zusammen mit euren Freunden benutzt. Sucht also im Optimalfall nach einem kleinen Cluster mit mehreren wertvollen Steinen. Falls ihr eins findet, könnt ihr nämlich parallel bis zu drei Steine abbauen, da ihr drei Mining-Laser habt. Aber die Mall funktioniert auch solo ganz ausgezeichnet. Ich stelle mich vernünftig mit etwas Abstand vor den Stein und laufe hinunter in den Mining-Turm. Und dieser hat sogar eine Atmosphäre, die anderen beiden Türme aber nicht. So, und jetzt kann ich im Prinzip genauso abbauen wie vorhin mit der Prospector. Der große Vorteil der Mall besteht darin, dass sie einen größeren Frachtraum hat, nämlich 96 SCU, also drei Prospector. Daher könnt ihr länger am Stück abbauen und spart euch demzufolge auch etwa zwei Drittel aller Wege. Ja, so viel mal zum Mall und zum Asteroiden-Mining. Bevor wir jetzt zurück zur Raffinerie gehen, will ich euch noch ein paar spezielle Infos geben, die für den einen oder anderen an manchen Stellen hilfreich sein könnten. Zunächst mal ein paar Worte zu den Mining-Lasern. Es gibt verschiedene Mining-Laser. Der Standard-Laser ist immer der Arbor. Das ist der schwächste und ja, den ihr am liebsten so schnell wie es geht austauschen wollt. Es hat sich aber einiges getan und ihr könnt jetzt mit dem Arbor-Laser relativ gut abbauen, trotzdem nicht alle Steine. Außerdem hat dieser jetzt auch einen Consumable-Slot, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Wenn ihr wirklich optimal minern wollt, ist meine Empfehlung auch weiterhin, kauft euch den Helix Mining Laser. Das ist der beste im Spiel, der kostet 100.000 Ingame-Geld und er ist jeden Alpha UEC wert. Ansonsten probiert einfach die anderen verschiedenen Mining Laser aus, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, steht auch alles immer in den Tooltips mit dabei, welche euch da am besten liegt. Außerdem gibt es noch diese bereits angesprochenen Mining Items. Diese geben bei Aktivierung einen kurzzeitigen Buff, wie beispielsweise den grünen Bereich zum Abbauen erheblich zu vergrößern oder den Stein schnell abkühlen zu lassen oder ähnliches. Welches Consumable davon ihr benutzt, liegt an euch. Am sinnvollsten haben sich aus meiner Sicht heraus der Optimum, welcher den grünen Bereich vergrößert, und der Surge, der das Charge-Level direkt erhöht, herausgestellt. Mit den beiden könnt ihr relativ gut auch Steine abbauen, wofür euer Laser eigentlich zu schwach ist. Und das führt uns auch zum dritten Punkt. Quantanium ist ein instabiles Erz. Es ist das wertvollste Erz im Spiel, aber auch das schwierigste sozusagen. Es bleibt nur einen kurzen Zeitraum bestehen im Frachtraum bei euch. Da seht ihr im Interface immer rechts, habt einen Timer, wie lange das noch stabil bleibt. Wenn das instabil ist und kaputt geht, dann explodiert euer Raumschiff. Also das heißt, ihr müsst, wenn ihr Quantanium abbaut, wirklich Gas geben und schnell zurück zum Verkaufen. Und das wiederum sorgt dafür, dass man so ein bisschen gehetzt wird. Ihr könnt es ein bisschen euch vereinfachen, indem ihr einfach den Stein, den Quantenium-Stein, vorher komplett erstmal knackt, sodass ihr nur noch die lilanen Steinchen liegen habt und dann schnell einsammelt und dann wegfliegt. Wie gesagt, probiert es einfach aus. Das ist wirklich Geschmackssache. Ich persönlich nutze nur den Helix-Laser und eigentlich gar keine Consumables, habe aber mittlerweile trotzdem beispielsweise den Optimum immer dabei, gerade für Quantenium. Das macht schon Sinn, den grünen Bereich mal um einiges zu vergrößern. So, jetzt kommen wir zum großen Spaß. Ist euer Auftrag durchgeführt, gibt euch die Raffinerie nämlich eine Mitteilung oben im Bild, wie ihr seht. Und dann heißt es, auf zur Raffinerie, denn ihr müsst nun alle fertigen Materialien erstmal umladen.
Im UI unter Work Order Complete könnt ihr jetzt auswählen, in welches Schiff die Ladung gebracht werden soll. Und das ist auch der Knackpunkt. Ihr braucht ein Schiff mit genügend Frachtkapazität. Und genau dafür stellt euch die Raffinerie auch eine Cutlass Black zum Mieten zur Verfügung. Kostet ein bisschen was, aber könnte sich trotzdem lohnen, selbst wenn ihr dafür extra Geld bezahlt. Also falls ihr noch kein Schiff habt, was da irgendwie genügend Frachtraum hat, könntet ihr euch diese einfach ausleihen. Ja, und wenn ihr euren Frachter hier anklickt im Menü, dann seht ihr, ob die Ladung reinpasst. Sollte alles klappen, drückt ihr auf Collect und seid jetzt sozusagen kein Mining-Arbeiter mehr, sondern ein Trader. Denn wie beim Trading üblich, wird jetzt die gesamte Fracht ins Schiff geladen, mit welcher ihr dann zum Verkauf fliegen müsst. Und das könnt ihr bei allen großen Trading-Stationen, welche sich in Lorville im Business District, in New Babbage bei TDD und in Area 18 ebenfalls TDD befinden. Zeige ich euch aber gleich. Die Preise schwanken auch nicht, also nehmt euch einfach die Landezone, die am nächsten gelegen ist, um die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes, also 30.000er Fehler zum Beispiel, zu minimieren. Denn wenn jetzt ein 30.000er kommt oder irgendein Pirat, der euch wegschießt, ist euer ganzer Gewinn auch weg. Ja, aber wenn wie bei mir hier alles glatt geht, braucht ihr wirklich nur zu landen und seid in Sicherheit. Schiff im Hangar hinstellen, kein Problem mehr. Und jetzt nur noch zum Trade Center. In dem Fall hier bei A-Corp kurz mit dem Bus rüberfahren, dann durch den Tunnel durch, dann nach rechts, da seht ihr schon TDD oben dran stehen. Am Display seht ihr jetzt die einzelnen Erze und deren Preise und unten links die Gesamtsumme. Also verkaufen wir mal alles und rechnen dann aus, ob sich der ganze Spaß auch gelohnt hat. Und ja, er hat sich gelohnt. Wir haben unseren Gewinn in etwa verdoppelt. Na gut, das war natürlich schon vorher klar, da wir ja wissen, dass die raffinierten Erze doppelt so viel wert sind wie die normalen. Und da wir nur einen geringen Preis bezahlt haben und nur geringfügige Mengen beim Einschmelzen verloren haben, passt es somit. Hier nochmal die Übersicht im Detail. Ohne Raffinerie hätten wir ca. 33.000 Tacken eingenommen, mit Raffinerie knapp 63.000. Wenn ihr es also ganz easy rechnen wollt, dann einfach immer mit Faktor 2 multiplizieren. So, jetzt reden wir aber nochmal zum Abschluss, wie versprochen, über die verschiedenen Raffinerie-Varianten und das Gesamtsystem. Die Raffinerie-Timer laufen ja in Echtzeit ab und das ganze System ist persistent. Daher erübrigen sich eigentlich alle anderen Varianten des Raffinierens, da wir grundsätzlich immer nur die effizienteste, also die unterste, benutzen sollten. Denn alle anderen würden nur unnötige Mengen verbrennen oder zusätzlich Geld kosten. Der einzige Vorteil, den man durch diese hätte, wäre die Zeit. Nun ist es aber so, dass wir, wie ihr schon gesehen habt, auch locker mehrere Aufträge parallel laufen lassen können und daher überhaupt keinen Nachteil haben, länger zu warten. Außerdem gehen wir alle irgendwann schlafen oder machen irgendwas anderes und währenddessen läuft die Raffinerie im Hintergrund. Wir können das Spiel ausmachen, das ist völlig egal. Es läuft im Hintergrund. Und am nächsten Tag holen wir einfach nur noch die Kohle ab. Mein Tipp also, nutzt immer die effizienteste Methode, stopft die Raffinerie schön voll, solange ihr spielt und ignoriert alle Zeitangaben, da diese während ihr schlaft oder irgendwas anderes macht, einfach weiterlaufen. So macht ihr maximalen Gewinn ohne echte Nachteile. Und das Ganze ist übrigens sogar unabhängig von den Materialien. Alle Preise werden in etwa verdoppelt, wodurch sich das gesamte Raffinerie-Gameplay gleichwertig auswirkt auf alle Materialien. Also selbst bei den nicht so wertvollen Sachen könnt ihr trotzdem den untersten und langsamsten Prozess wählen. Wenn ihr es doch mal aus irgendeinem Grund eilig haben solltet, könnt ihr auch eine andere Option nutzen, müsst dann aber eben auf Gewinn verzichten. Im Normalfall sollte es aber wirklich egal sein, ob das Geld nun heute oder morgen auf dem Konto ist. Viel wichtiger ist, dass ihr durch das Raffinerie-Gameplay immer das Risiko eingehen müsst, beim Verkaufsvorgang mit dem Trading-Schiff einen 30.000er zu haben oder ja, von Piraten weggeschossen zu werden. Was dann natürlich den Gewinn komplett vernichtet. Also kurzes Fazit dazu, es lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr euren Gewinn verdoppelt. Wer es aber schnell und einfach haben will, kann seine Erze auch weiterhin wie gewohnt verkaufen, dann eben zum halben Preis. Da ihr ja ohnehin beim Mining keinen Geldeinsatz habt, macht ihr egal wie immer Gewinn. Und mit diesem Satz sind wir auch am Ende des Guides angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt im Detail, wie das Mining in der 3.12 funktioniert. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video oder im nächsten Stream auf Twitch. Haut rein und ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there were rain.